Den letzten Auftritt im Xaverbert Sportpark dürfte der TSV Buchbach nicht in guter Erinnerung haben. Damals ging der Regionalliga-Dino nämlich mit 0:5 bei der Spielvereinigung Ansbach baden. Goalgetter Michael Speer trug sich damals gleich dreifach in die Torschützenliste ein und will heute die Ansbacher zurück in die Erfolgsspur bringen. Denn nach den Last-Minute-K.O. in Hankhofen rutschten die Mittelfranken auf Rang 17 ab. Buchbach hingegen zeigte letzte Woche eine starke Leistung und knüpfte dem großen Nachbarn Burghausen einen Punkt ab. Im Abstiegskampf brauchen also beide Teams die Zähler. Anders als im letzten Aufeinandertreffen verschliefen die Gäste die Anfangsphase aber nicht. Im Gegenteil, nach einem Ballgewinn in der 5. Minute schaltet der TSV schnell um. Tobias Duff dann mit der Hereingabe in den Strafraum, wo Tobias Heiland nur noch den Fuß hinhalten muss und Dankeschön sagt. Top-Start also für die Oberbayern. Doch die Hausherren zeigten sich keineswegs geschockt. Nach einer guten Viertelstunde tankt sich Jonas Sauerstein durch die Buchbacher Hintermannschaft. Patrick Kreuz übernimmt dann und findet seinen kongenialen Partner Speer, der den schnellen Ausgleich erzielt. Der 24-Jährige scheint mit dem TSV seinen Lieblingsgegner gefunden zu haben. Nach dieser wilden Anfangsphase beruhigte sich das Spielgeschehen ein wenig. Beide Mannschaften waren jetzt um Spielkontrolle bemüht. Dann aber die 29. Minute. Buchbach bekommt die Kugel nicht entscheidend geklärt. Björn Angermeier kommt an den Ball und probiert's einfach mal aus der Drehung. Toller Schuss des 21-Jährigen, mit dem er Keeper Ludwig Zech auch etwas auf dem falschen Fuß erwischt hat. Ansbach drehte hier also die Partie und drückte aufs dritte Tor. Nur wenig später wird Speer auf die Reise geschickt. Philipp Walter klärt im letzten Moment zur Ecke. Und auch die wollen wir uns ansehen. Wieder stellt Angermeier seine tolle Schusstechnik unter Beweis. Sein erster Versuch wird von einem Buchbacher Verteidiger geblockt. Bei seinem zweiten steht dann mit Speer der eigene Mann im Weg. Wie sieht die Antwort der Gäste aus? Die kontern in der 40. Minute über Tobias Stoßberger. Der lässt Matthias Hahn ganz alt aussehen und bleibt dann auch für Heiko Schiefer cool. Alles wieder offen nach einer spektakulären ersten Hälfte mit 4 Treffern. Und so ging's auch nach dem Seitenwechsel weiter. Staff mit der ersten Gelegenheit für Buchbach. Danach allerdings wieder Ansbach am Drücker. Seefried mit einem tollen Distanzschuss, doch Zech macht sich ganz lang und klärt noch zur Ecke. Und auch hier wird's brandgefährlich. Tobias Dietrich steht völlig blank, setzt das Spielgerät aber rechts vorbei. In der 56. Minute dann ein langer Ball Richtung Buchbacher Gehäuse. Zech verschätzt sich komplett und kann nur noch mit einem Handspiel außerhalb seines Strafraums das 3:2 verhindern. Klare rote Karte, Ersatzkeeper Marcel Brinkmann musste also ran. Ansbach tat sich in Überzahl aber sehr schwer. Buchbach verteidigte leidenschaftlich und ließ fast nichts zu. Eine Flanke von Speer mutierte in der 79. Minute noch zu einem Torschuss. Brinkmann konnte sich hier aber das erste Mal auszeichnen. Kurz vor Schluss schleicht sich dann Kreuz in Thomas Müller-Manier seinen Bewachern davon, trifft aber nur das Außennetz. Schafft Ansbach hier noch den Lucky Punch? 7. Minute der Nachspielzeit, die Kugel kommt noch einmal in den Strafraum zu Rico Manz, doch der schießt freistehend Brinkmann an. Das hätte eigentlich das goldene Tor für die 09er sein müssen. Es fühlt sich an wie 2 verlorene Punkte, ist klar. Wenn man so lange in Überzahl ist bei einem Heimspiel, dann werden wir das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Ich glaube nicht, dass wir es nicht wollen. Wir haben alles am Platz gelegt, was wir drin hatten. Haben dann aber leider in Überzahl nicht geschafft, da Kapital draus zu schlagen. Hatte trotzdem zweite Halbzeit einige Chancen. Wenn wir eine reinmachen, würden wir es 3:2. Dreckiger 3:2-Sieg, dann ist es genau das, was wir brauchen. So bleibt es leider beim 2:2. Ist, wie es ist. Nächste Woche in Bamberg zählt. Ja, ich glaube, ein munteres Spiel, das auch hätte 5:5 ausgehen können. Chancen auf beiden Seiten. Ich glaube, jetzt die Defensive war heute nicht das der beste Teil in beiden Mannschaften. Nichtsdestotrotz denke ich, wir hatten genug Chancen, um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Wir nehmen den Punkt mit, mehr haben wir heute auch nicht verdient, weil wir einfach einen Ticken zu langsam im Kopf waren. In jeder Aktion gibt es solche Spiele, aber dann ist es auch Qualitäten, den Punkt mitzunehmen und den nehmen wir dankbar mit. Ein Remis, das beiden Teams im Abstiegskampf nicht wirklich weiterhilft. Aufgrund der vielen Chancen und der Überzahl trauert die Spielvereinigung Ansbach dem Sieg aber schon mehr hinterher als der TSV Buchbach, der sich mit viel Leidenschaft diesen einen Zähler verdient hat. Ansbach bleibt damit auf Rang 17, Buchbach ist 9.